Spiel, Sport und jede Menge Spaß standen beim alljährlichen Sommerfest des Berliner TSC auf dem Programm. Die Besucherinnen und Besucher durften sich dabei auf einen bunten Mix aus sportlichen Aktivitäten, Aufführungen und natürlich jeder Menge Leckereien freuen. Das Besondere an unserem Sommerfest ist, dass alle Abteilungen von den 22, die der Berliner TSCV unter einem Dach vereint, alle Abteilungen dabei sind, das Ganze über unseren Jugendausschuss vollkommen ehrenamtlich organisiert und koordiniert wird. Es war also richtig was los. Auf dem Sportgelände des Berliner TSC beim Handball-Talente-Cup zeigten 10 Juniorinnen aus Niedersachsen, Sachsen und Berlin, was sie so drauf haben. Die 6 Teams traten in einem Nachwuchsturnier gegeneinander an und zeigten den Zuschauerinnen und Zuschauern, Handballinteressierten, was sie in einem Verein erwartet. In der Turnhalle begeisterten die Kinder bei der Sportgymnastik mit verschiedenen Chören die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und diese waren sichtlich begeistert von dem Niveau der kleinen Akrobaten. Ich habe mir eben angeschaut, eine jüngere Gruppe der Rhythmus-Sportgymnastik und fand das Niveau, was die Kinder gezeigt haben, ganz großartig. Am späteren Nachmittag folgten dann Vorführungen im Eiskunstlauf. Hierbei präsentierten sich die talentiertesten Kinder in Einzelaufführungen. Im Anschluss gab es noch einen Paarlauf, 2 erfahrene Eiskunstläufer zu sehen, bevor die Kinder zum Abschluss noch einmal in einer großen Gruppe auftraten. Die Karateabteilung des Berliner TSC war natürlich auch dabei und präsentierte sich den Besucherinnen und Besuchern. Dabei wurden Trainingsszenarien wie in klassischen Unterrichtseinheiten vorgeführt. Hier war aber noch lange nicht Schluss. Jede der Sportabteilungen des Berliner TSC war natürlich vor Ort und der Verein zeigte sich in seiner ganzen bunten Breite. Dass wir unsere Abteilungen, unseren Verein präsentieren, einmal den Mitgliedern, die ohnehin schon bei uns im Verein sind, dann dem Kiez im Pankow. Die Besucherinnen und Besucher konnten aber auch selbst in Aktion treten. Bei der Sportarten-Rallye war Spaß und Abwechslung garantiert. Ob Gewicht, Radsport, Hockey oder Volleyball, es standen verschiedene Stationen mit Aufgaben zur Verfügung. Und zum Schluss konnten die Kinder ihre abgestempelten Laufzettel mit den Leistungsnachweisen gegen Gewinne eintauschen. Und die Tanz war echt cool. Also ich finde es einfach richtig cool, dass man das so kann, dass sich die Choreo, so eine lange Choreo so merken kann. Ich spiele eigentlich hier Handball, aber ich wollte halt mal was Neues ausprobieren. So. Und ja, deswegen wollte ich halt mal hierher kommen, um mal zu gucken, was mir denn noch so an Sport gefällt. Hier ein Parcours gemacht und der hat mir richtig Spaß gemacht. Ein schönes Event. Für Groß und Klein, wer jetzt Lust auf Sport im Verein bekommen hat, ist beim Berliner TSC definitiv richtig. Neue Vereinsmitglieder sind hier immer herzlich willkommen.